Schaut's denn aus mit unserem Leben? Ja, brauchen wir eh ein Doppelding. Okay, hier haben wir wieder so eine High-End-Leiter. Es ist so sinnlos. Diese übertriebene Animation. Ich habe die Winde gefunden und schalte sie jetzt ein. Alle festhalten! Das gefällt mir nicht. Reden Sie mit mir und sehen Sie nicht nach unten. Was kommt als nächstes? Naja, wir wissen jetzt, dass wir eine Art Schlüssel brauchen, um die Maschine abzuschalten. Die Forscher nannten ihn den Codex. Okay. Mhm. Und wo ist er? Wir müssen einen herstellen. Und wie machen wir das? Wie sie es vor 200 Jahren gemacht haben. Mit Rosettas Forschungsarbeit. Oh mein Gott! Locker bleiben. Nur eine durchgeknallte Sicherung. Vielleicht kann ich Strom von den Lampen umleiten. Super. Was kann ich eigentlich nicht? Ich kann irgendwie gefühlt alles. Also, ich muss immer irgendwie gefühlt alles können. Aber... ich bin, glaube ich, zu überqualifiziert für diesen Job. Was muss ich hier machen? Also, A drücken. Dann erzählen Sie mal von dieser Rosetta. Naja, wir wissen nicht viel. Nur, dass der Codex aufgrund Ihrer Forschung hergestellt wurde. Wo finden wir ihn denn? In der Einrichtung an der Spitze dieses Berges. Super. Sehen Sie, wir sind fast fertig. Ich verstehe hier nur Bahnhof. Okay. Ha! Ideal. Easy. Im ersten Versuch. Geht's jetzt wieder? Oder muss ich es jetzt wieder neu starten oder so? Ja, jetzt muss ich es wieder neu. Jetzt muss ich es mit der Hand bewegen. Was darf? Ach so, für die letzten 3 Meter. Ist ja klar. Und wen haben sie da dabei? Oder ist das ein Rucksack? War doch gar nicht so schlimm, oder? Nicht schlimm? Ich habe den ganzen Weg über geweint. Ich will endlich festen Boden unter den Füßen. Helfen Sie mir! Ach, du Scheiße. Helfen Sie mir! Scheiße! Es ist zu schwer! Nein, nein, ich hab's! Isaac! Helfen Sie mich vor dem Vieh, bitte! Isaac! Der Vorsprung kracht gleich runter und reißt uns mit! Nein, ich komme an Sie ran! Halten Sie die Winde fest! Santos, geben Sie mir Ihre Hand! Isaac, dafür ist es zu spät! Ja, dort! Cover! Nein, nein! Ich hatte sie! Gott verflucht! Ich hatte sie! Wir wären alle mit runtergerissen worden! Isaac, das Cliff fällt auseinander. Geben Sie mir endlich Ihre Hand, verdammt! Ich hatte es ihr versprochen! Ich hätte sie erreichen können! Hätte ich nur noch eine Sekunde gehabt! Ja, dann bist du bei unten, dann kannst du sie helfen. Vielleicht lebt sie noch. Schaut mir sehr nach dem nächsten Kapitel aus, hä? Sie ist tot. Ellie. Nein, Isaac, die ganze Felswand rutschte ab. Du hättest sie nicht retten können. Könntet ihr jetzt wieder hochkommen? Ja, ich glaube, es gibt einen Weg über die Seite. Okay. Leute, 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 da macht mal was mit, hä? Aber ja, ich glaube, aus ihr wird da nichts mehr. Ja, aber die hat eh viel zu sehr rumgeheult, oder? Seien wir mal ehrlich. Ah, und warum wundert mich das nicht, dass jetzt dieses Viech kommt? Und ich habe diesmal definitiv zu wenig Leben dabei. Und vor allem, wenn ich mich auch noch mit den Viechern rumschlagen muss, dann erst recht. Hey, machen Sie diese Harpunenkanonen mit dem Generator wieder flott! Holy shit. Okay.
Versuchen Sie, das Vieh zu den Tracking-Lasern zu locken. Und wie machen wir das? So, da hinten. Oh je, oh je, oh je. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Darf ich mal bitte kurz hier durch? Darf ich mal bitte kurz hier durch? Kein Leben mehr übrig fast. Jawohl. Benutzen Sie die Torque-Steuerung schnell, das Vieh befreit sich. Was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Was soll ich machen? Irgendeine Steuerung. Harpunen-Tracking. Was hat er denn gesagt, dass ich machen soll? Ich habe ihn nicht verstanden. Das war mein Problem. Hä? Als ob das Viech jetzt da durchkommt. Ich hab doch extra jetzt hier die Harpunen-Dinger da. Ah, hier. B halten. Und jetzt schnell B. Okay. Das ist auseinanderreiß, oder? Jawoll. Komm schon. Irgendwann ist mal gut. Puh. Ja, also wir hätten... Leben war Schluss. Dickes Ding. Teilebox. Nur eins? Und hier ein bisschen... Knödelzeug? Mehr nicht? Für das, dass ich das Viech so oft bekämpft habe? Bisschen enttäuschend. Aber wir sind es endlich los. Das ist eigentlich, würde ich mal sagen, das Wichtigste. Das heißt, wir können uns hier eigentlich vom Acker machen und dann endlich nach da oben gehen. Ist auch witzig, dass hier einfach mal Harpunen rumstehen, gell? Was hätten wir gemacht, wenn die hier nicht rumgestanden wären, frage ich mich. Naja. Gut, dass das Game überhaupt nicht gescriptet ist. Aber... Irgendwo muss auch mal gut sein. Vielleicht die ganze Wand raus. Ja, aber ich kann zum Glück nur auf die andere Seite rauf. Oder auch nicht. Hier kann ich noch hoch. Okay. Schön. So nah am Abgrund? Es ist gut. Du bist ein guter Mensch, Isaac. Du hast getan, was du konntest. Habe ich nicht. Ich habe aufgegeben, Ellie. Ich hab dich... Es tut mir so leid. Also. Hier muss es sein. Aber wie zum Geier sollen wir diese Rosetta finden? Sie muss da oben irgendwo ein Labor haben. Wir sollten nach einem Büro suchen, nach Akten, irgendwas mit ihrem Namen darauf. Damit kommen wir zum Eingang. Los. Sie hat irgendwie noch, glaube ich, noch nicht ein einziges Ding erledigt, aber sie labert immer und weiß immer alles über alles Bescheid. Gut, dass wir sie dabei haben. Gut, dass wir sie dabei haben. Rosetta finden. Machen wir doch. Kapitel 14. Was habe ich gesagt? Wir schreiben dann einen neuen Kapitel. Ich weiß darüber nicht, wie... Ich glaube 19, wenn mich alles täuscht. Eine neue Upgrade-Platine. 2 Schaden und 1 Feuerrate. Ganz gerne mal wieder einen neuen Anzug. Das Blöde ist, wir den allerersten Anzug können wir nicht anziehen, weil uns dann zu kalt ist. Das heißt, es bleibt nur der oder der zweite, den wir hatten.
Ernsthaft? Dein Scheiß. Fucking Ernst? Alles in Ordnung? Ja, alles okay. War ruhig schon vor. Da ist ein Weg am Boden. Ich schicke ihn dir auf deine Rig. Wir treffen uns an der Einrichtung. Warum kann jetzt die Leiter da nicht noch ein bisschen halten? Das ist wieder irgendwie so typisch. Und ich darf nicht Gondel fahren. Meinst du, ich dachte, ich hätte einmal ein bisschen Spannung? Nee. Ich nicht. Darf ich nicht. Hier wäre wieder ein guter Sucherbot. Station. Die schauen doch hier alle gleich aus, oder? Ja, sowas kenne ich. So, wir waren hier theoretisch schon mal. Da gibt es einfach nichts. Da glaube ich, das sind so richtige Minen für die Sucherroboter. Da können wir die einfach mal überall reinsetzen. Das kommt mir hier bekannt vor, Leute. Ist das der Bereich, wo der eine Typ den einen geschossen hat? Holy shit, habe ich eine fette Taschenlampe dabei. Und das hier schaut mir nach einem Marker aus. Das sind alles Marker. Tatsächlich, das sind alles hier Marker. What the fuck? Okay. Und ganz ehrlich, die Leute hier, die schauen aus wie von der allerersten Mission da, glaube ich. Wisst ihr das noch? Achtung, sieht aus, als hätte Danik Zeit zum Sammeln gehabt. Verdammt. Wie sollen wir Rosetta finden, wenn sie seit 200 Jahren tot ist? Moment. Da. Rosetta-Labor. Es ist hier. Perfekt. Schick mir die Koordinaten. Und hoffen wir, dass wir diesen Kodex bauen können, bevor Danik uns findet. Besser wär's. Besser wär's. So, oben. Oben rechts. Und nochmal oben. Oh, nicht schon wieder die Viecher. Als ob du eine fucking Granatenwerfer-Explosion überlebst. Und noch eine Schrotflintenladung. Die kann ich mal. Als ob. Bin ich sauber. Okay, wir haben wieder eine Errungenschaft freigeschalten. Ziele auf irgendwas stand da. Wie wir dann immer gleich abhauen, das ist so geil. Wir können uns aktuell nicht wirklich zurückziehen, weil wir kein Leben mehr haben. Erstmal gewesen sein. Sehr schön. Kann man wieder ein bisschen Leben upgraden. Da ist ein Anzug. Leben. Da fehlen uns die Zugangsdaten. Okay. Okay, okay, okay. Mir fehlt uns überall das Ding. Koop, dein Ernst?
Ich kann da nur rein mit Koop? Soll ich einen zweiten Controller anschließen oder was? Jetzt gehen wir erstmal in die Bench. Drei Sucherroboter kehren zurück. Schon langsam läuft's mit dem Wolfram. Ich weiß, dass das am Anfang so ein Act war. Läuft's mittlerweile echt ganz gut. So, was haben wir denn jetzt hier? Das Ding ist zweimal Schaden plus einmal nachladen. Im Prinzip das Ding müssen wir hier entfernen und das Ding entfernen. Schauen wir mal, wir haben noch irgendwo zwei Schaden plus 1 Feuerrate. Das ist definitiv gut. Nur 2 Feuerrate. Ja, aber das schadet auch nicht, oder? Aber das bringt uns eigentlich gar nicht mehr so viel da oben. Das macht mehr. Eigentlich brauchen wir Schaden. 2 Schaden. Das ist eigentlich das Beste. Okay. Gut. Safe. Dann müssen wir auch mal wieder ein bisschen upgraden hier. Ist doch in letzter Zeit ein bisschen öfters haariger geworden. Nehmen wir lieber mal ein bisschen mehr mit. Aber dann können wir noch unseren Anzug upgraden. Ich möchte... Der Legionärsanzug wurde freigeschalten. Leute! Aber hallo! Dieser ausrangierte, massige Panzerung wurde im 23. Jahrhundert von Scarf-Soldaten getragen und ist bei Sammlern wie Historikern heiß begehrt. Bin ich ein Sammler oder ein Historiker? Ich würde eher sagen ein Sammler. Denn ich bin echt... Also Anzüge sind immer geil. Bei Dead Space, von dem her... Yippie yippie! Skippie skippie! Ja, damit! Okay. Neuer Anzug ist immer geil. So. Und dann können wir das Ding auch gleich noch upgraden. Denn wir haben hier unseren Soll erfüllt. Sehr schön. So, dann können wir mit Sicherheit hier noch ein bisschen was erhöhen. Und zwar die Chinese und die Stase. Können wir theoretisch alles erhöhen. Die Energie erhöht die Anzahl der Schüsse um 1. Das wäre wirklich mal was. Dann haben wir einfach nochmal einen Schuss mehr. Die Dauer ist gar nicht mal so wichtig, finde ich. Die Chinese, Schaden und Reichweite. Ist jetzt auch nicht so wirklich wichtig, finde ich. Da wäre fast das nochmal wichtiger, das hier nochmal zum Upgraden. Ich glaube, das machen wir. Und schon sind wir wieder ziemlich pleite. Aber dafür auch ziemlich gut aufgestellt, Leute. Und ja, ich schaue definitiv ein bisschen altmodisch aus, aber finde ich, schaut trotzdem gut aus.